Vorschlag vor, der lautet auf Anneliese Kitzmüller. Gemäß § 87 Absatz 7 der Geschäftsordnung ist auch diese Wahl mit Stimmzetteln durchzuführen. Ich mache wiederum darauf aufmerksam, dass gemäß § 87 Absatz 3 der Geschäftsordnung auch Stimmen gültig sind, die auf andere Kandidaten, wählbare Kandidatinnen oder Kandidaten entfallen. Auch hier ist der Wahlvorgang der gleiche wie vorher. Ich bitte nun den Schriftführer, Herrn Abgeordneten Wolfgang Zanger, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Und der Herr Abgeordnete Garve, den dann später hierbei bitte ablösen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es gehört, jetzt werden wieder die Kabinen aufgebaut für den zweiten Wahlgang. Der lautet auf Vorschlag der FPÖ, Anneliese Kitzmüller soll das Amt der dritten Nationalratspräsidentin bekleiden. Armes Bauer, Amon Werner, Androsch, Angerer, Antoni, Bacher Walter, Baumgartner, Bayer, Becher-Ruth, Belakovic, Berger, Berlakovic, Bernhard, Bissmann, ursprünglich gab es die Überlegung, die beiden Wahlvorgänge in einem abzuhalten, also über die beiden Personen in einem Wahlvorgang Brückel abzustimmen. Das war der Stand noch kurz vor Eröffnung der Sitzung. Offenbar wurde das aber wieder verworfen. Und jetzt haben wir zwei Abstimmungsvorgänge, die jeweils ungefähr 35 Minuten dauern. Cox, Dymek, Diesner Weiß. Kongruent zum vorigen Abstimmungsverlauf wird es auch jetzt so sein, nach der Abstimmung, Auszählung, dann die erste Rede von Anneliese Kitzmüller als gewählte Nationalratspräsidentin. Wir haben es vorhin schon einmal gespielt, aber noch einmal, wir haben über Anneliese Kitzmüller, die vor allem in der Opposition, in den Reihen der Opposition heftig kritisiert wird, einen Beitrag vorbereitet. Mein Kollege Klaus Bruckmann ist der Autor.